Wir brauchen dazu einen leicht schon notierten Ton, 468er, zum Platten runterschneiden, einen Restton derselben Art, Schlicker, Schneidedraht, Leisten mit 7 mm und 5 mm und 1 cm, ein Messer, Zahnstab, Holzbleistift, Spitz, Modellierholz, Zirkel, Schneidedraht, eine Styroporkugel, Hälfte mit 10 cm, ein Stück Küchenrolle und einen Styroporkegel mit ungefähr 30 cm Höhe, 28 hat der. Als erstes beginnen wir, dass wir eine Tonplatte herunterschneiden mit 1 cm. Was wir noch brauchen, ist ein Föhn. Und eine harte Metallleiste zum Glätten der Platte. Wir glätten die Platte auf beide Seiten. Und schneiden mit dem Zirkel einen Viertelkreis heraus, größtmöglich. In diesem Fall wird er 21 cm Schenkellänge haben. Schneiden diesen aus. Nehmen die Platte, stellen sie auf und klappen sie hinten zusammen. Auf die Klebestelle geben wir Schlicker drauf. Und verbinden die zwei Teile miteinander. Dabei ist es wichtig, dass die beiden Hälften nicht so zusammengeschoben werden, sondern über die Kante so zusammengeschoben werden. Ich kann das jetzt noch etwas fester drücken. Und den Schlicker, der zu viel ist, mit dem Schwamm herauswischen. Oben werden die letzten der Spitz weggenommen und der Beginn unten leicht mit einem Ton überarbeitet, so dass es nicht von unten zu reißen beginnen kann. Die Initialen hineinschreiben. Und zum Weiterarbeiten auf den Kegel stellen. Wenn kein Kegel hier, also da ist, kann es natürlich auch so gestellt werden. Man tut sich nur leichter, wenn man es auf so einen Kegel stellt. Für den restlichen Ton brauchen wir eine Kugel einen Tonkreis mit 15 cm. Ich messe oben drüber. Es gibt 15 cm. Es muss nicht unbedingt 1 cm sein, das reicht auch die 7 mm. Ich kann einmal die
Platte auf die 7 mm auswalken und hier wird sie sich nicht ausgehen. Wenn ich auf eine bestehende Tonplatte einen Ton drauflege, lege ich ihn oben drauf, wenn ich größer machen möchte. Und walke den Ton darüber. Mit dem Zirkel schneide ich einen 15 cm großen Kreis aus. Gebe diesen Kreis über meine Styroporkugel. Wichtig, dass ich ein Küchenrolle drüber gebe, sonst klebt sie an und ich bekomme sie nicht mehr runter. Gebe sie drauf und biege rundherum den Ton nach unten. Kann ich gleich wieder herausziehen, weil ich ja die Kugel. Wir nehmen die vorbereitete Kugel von der Styroporform, drücken den Rand etwas dünner, schaut bei der vorne etwas schöner aus. Gleichzeitig werden wir den Rand ein bisschen glatter machen. Sollte natürlich die Halbschalenform dabei nicht verlieren. Sind wir rundherum, klappen wir die Schale, die Halbschale vorne zusammen, so dass vorne eine kleine Lippe entsteht. Wir versuchen wieder den Teil leicht nach oben zu biegen, um ihn lachend zu machen. Und wir können ihn hier leicht zusammenkleben, um eine bessere Stabilität zu erreichen. Wichtig ist, dass wir vorne noch eine Mundöffnung bekommen und die gesamte Form lachend bleibt. So wie jetzt die Teile vorbereitet sind, werden wir sie jetzt 5 Minuten anföhnen, nicht auf einem Fleck bleiben, sondern immer den Föhn bewegen. Mindestens 5 Minuten, auch von mir aus 7 Minuten, dann geht's weiter. GoPro, stopp! Haben wir nun die Teile 5 Minuten geföhnt, lassen sie sich nicht mehr so leicht bewegen, ja, sind starr und man kann sie mit Schlicker verbinden. Dazu drückt man den Kopf auf den Körper, mit Schlicker natürlich, und die Klebestelle wird rundherum mit einer Tonwurst verstärkt. Dabei ist wichtig, dass der Ton eher weich ist und sauber verstrichen wird. So dass man die Tonwurst eigentlich später als solche nicht mehr
erkennen kann. So, als nächstes können die Augen draufgeklebt werden, das heißt zwei gleich große Kugeln, wieder mit Schlicker benetzt ankleben. Ich klebe sie gerne wirklich nebeneinander. Und am Ende noch die Augenlider gestalten. Am einfachsten eine Tonkugel auswalken, sie etwas länglich walken, flach drücken . Man kann vorne die Risse, die entstehenden, mit einem Wasser wieder glätten und ich klebe diese Tonplatte über die Augen und verstreiche sie auf der Rückseite. Auf der Rückseite sollte man nicht mehr sehen, dass diese Platte angeklebt wurde. Und vorne hat man die zwei Augen. Ich werde nun noch die Augen einzeichnen. Ich kann einen auf die Seite blickenden oder schielenden machen. Ich mache jetzt einen schielenden. Und vielleicht noch zwei Nasenlöcher. Einzeichnen. Jetzt kommen wir zu den Händen. Ich nehme eine Tonkugel. Ungefähr in einer Faustgröße und versuche sie ein bisschen eiförmig zu machen und walge diese aus. Dabei sollte eine Platte entstehen, circa 20 x 10 cm. Und ich zeichne eine Hand auf. Die eine Hand sollte mit vier Fingern sein. Und ungefähr über die halbe Platte gehen. Diese schneide ich aus. Dabei sollten die Finger nicht dünner sein als 1 cm. Und in der Innenrundung nicht aufhören zu schneiden, sondern mit dem Messer umdrehen. Damit brechen die einzelnen Finger nicht so leicht ab. Stopp, GoPro, stopp! Jetzt kann ich die Hand nehmen und versuchen, aus der zweiten Hälfte der Platte eine gleiche rausschneiden. Ist mir die Platte zu klein, nehme ich die Reste, lege sie auf die alte Platte drauf und walge noch einmal zwischen den 1 cm Latten darüber. Jetzt kann ich die alte Hand drauflegen
und eine gleiche Hand, gleich große Hand einmal anzeichnen oder natürlich auch gleich ausschneiden, aber besser ist es, man zeichnet sie vorher an. Und anschließend ausschneiden. Dann hat man zwei gleich große Hände. Wie gesagt, in der Kurve umdrehen und wieder hinausschneiden. Und die Tonreste wieder zu einer Kugel kneten. Jetzt werden beide Handhälften mit einem Schwamm und der Rand gesäubert. Auf beiden Seiten. Sieht so ein bisschen aus wie ein Gummihandsch mit vier Fingern. Auf der Rückseite werden die Finger mit Schlicker bestrichen. Die Hände eigentlich. Und man beginnt auf einer Seite die Hände anzukleben. Ich versuche, ja, die Finger leicht über die Hälfte zu geben und so auseinander zu geben, dass ich die anderen Finger zwischen hineingeben kann. Ja, und die Hand eher nach unten ansetzen. Gut andrücken und das Ende verstreichen. Auf der zweiten Seite dasselbe. Beginne wieder bei den Fingern, so dass ich sie zwischen den anderen Fingern hineingebe. So dass ich eine verschränkte Hand im Endeffekt bekomme. Gut andrücken und dann das Ende verstreichen. Und die Fingerspitzen leicht platt drücken. GoPro, stopp! Ich werde jetzt noch eine kleine Fliege machen, ein Stück Ton zu einer Kugel formen, etwas oval formen und den vorderen Drittel leicht abtrennen oder einzeichnen mit einem Holz. Und auf den Frosch kleben. Seitlich mit dem Modellierholz die Füße einzeichnen. Und zwei kleine Kugeln nehmen. Ein kleines Stück Ton, leicht eiförmig formen
und ganz flach drücken. Und am Rücken als Flügel ankleben. Ich mache ganz gerne eine Struktur auf die Flügel. Und die Augen einzeichnen und einen Mund. Fertig. GoPro Stopp. Zum Retuschieren brauchen wir wieder so einen Schleifschwamm aus dem Tischlerbedarf und ein Messer. Wichtig ist, dass man nicht versucht, hier anzugreifen, zu halten. Das würde abreißen, also jetzt ist es am brüchigsten. Grobe abstehende Teile sollten mit dem Messer entfernt werden. Einmal durchgehen, überall schauen, wo grobe Stellen sind. Sollte man vorher noch nirgends signiert haben, dann ist jetzt die letzte Möglichkeit, eine Signatur anzubringen. Und dann anschließend mit dem Schleifschwamm über alle Stellen drüber gehen, vorsichtig natürlich, um nicht abzubrechen. Bei den kleinen Teilen, Fliege und so weiter, besonders aufpassen, um nichts abzureißen. Man kann leider nichts mehr anbieten. Am Ende noch einmal die Handprobe. Ich taste das Werkstück mit der Hand ab, ob noch irgendwo abstehende Teile sind, scharfkantige Stellen, und kann es weiter zum Trocknen lassen. GoPro Stopp.